Olympia 2012 in London. Sie sind gekommen, um die deutschen Athleten vor Ort anzufeuern. Skirennläufer Felix Neureuther und Rennfahrer Mike Rockenfeller. Ihr Quartier? Die MS Deutschland. Das schwimmende Grand Hotel beherbergt die Partner der deutschen Olympiamannschaft. Nach einer Erkundungstour inklusive sportlicher Betätigung können es die beiden kaum erwarten, London und Olympia zu erleben. Ich bin schon extrem gespannt einfach nur drauf, wie so die Sommerathleten ticken, was die machen, wie dort die Wettkämpfe sind, wie dort die Stimmung ist. Ja, für mich ist natürlich ein besonderes Highlight, dann mit dem Audi A1 e-tron hier durch London zu fahren mit dem Felix. Das wird bestimmt lustig. Insgesamt 4 A1 e-tron verstärken die Audi-Fahrzeugflotte von insgesamt 60 Fahrzeugen, die den deutschen Athleten und den Gästen des Deutschen Hauses in London als Shuttle-Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Felix Neureuther und Mike Rockenfeller erkunden die britische Hauptstadt auf eigene Faust. Erster Zwischenstopp, Audi City. Im digitalen Schauraum nahe des Piccadilly Circus konfigurieren sich die beiden ihr Traummodell. Die Spritztour endet beim Deutschen Haus. Das Museum of London Docklands ist zwischen den Wettkämpfen der erste Anlaufpunkt für die deutsche Olympiamannschaft. Hier wird gefeiert und mitgefiebert. Ein besonderes Erlebnis für Felix Neureuther und Mike Rockenfeller. Ich hoffe natürlich auch, die deutschen Athleten ein bisschen zu unterstützen und ihnen die Daumen zu drücken und ihnen Glück zu bringen. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen, jetzt live mal dabei zu sein, ist wirklich ein Traum.